Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken, da bin ich wieder und ich habe wieder für euch mitgebracht den guten Eugen Roth. Ich finde es einfach köstlich, er hat zu allem eine Antwort. Heute geht es mal um Diät und danach mache ich noch ein oder zwei, je nachdem, wie mir die Zeit wegläuft. Heiser heute. Diät. Gern hört man, abends eingeladen, dass gute Dinge uns nicht schaden. So will der Hausherr dieser Schurke uns überzeugen, dass die Gurke, wie er sie anmacht, leicht verdaulich. Die Hausfrau teilt uns mit, vertraulich, wie sie an Magensäure litte. Sie wolle uns nicht drängen, bitte, das sei gewiss nicht ihre Art, doch diese Tunke sei so zart. Auch wird uns dringend angeraten, der fast nicht fette Schweinebraten. Der Weißwein kann im Allgemeinen, sei es zugegeben, schädlich scheinen, doch dieser ein gepflegter Franke sei gerade gut für Magenkranke. Der also überzeugte Gast hätte es auch gut vertragen, fast. Geteiltes Leid. Ein Leiden ist schon halb geheilt, hat man es andern mitgeteilt. Und dieses Drücken links im Bauch, der andere jubelt, hab ich auch. Und oft im Kreuze so ein Stich, genau wie ich, genau wie ich. Wir sprechen bildlich, die zwei Därme, gerührt sich fallen in die Ärme. Im Fasching selbst und in Kostümen, die Menschen sich der Leiden rühmen und steigern sich zu Ballgesprächen, dass sie sich manchmal stark erbrächen, so Leid geteilt und Lust gedoppelt, hat sich schon manches Paar verkoppelt, zu einer Ehe gut und still. Den Amors Pfeil trifft, wo er will. Als letztes jetzt gehabte Schmerzen. Vier sitzen kreuzvergnügt beim Tee. Dem fünften tut ein Stockzahn weh. Und er erlaubt sich ganz bescheiden zu reden von dem bösen Leiden. Doch öffnet er noch kaum die Lippe, spricht schon der Erste von der Grippe, die jüngst ihn schauerlich gequält und der zweite von der Gicht erzählt, an der ganz grausam er gelitten, was wiederum Anlass gibt, dem dritten gleich klar zu schildern seinerseits den längst vergangenen Nierenreiz. Der vierte überspielt sie alle, er spricht von seinem seltenen Falle. Als Kind, es ist 40 Jahre her, erkrankte er an Typhus schwer. So drücken an die Wand sie glatt den, der die Schmerzen wirklich hat, um am Bewusstsein sich zu laben, noch ärgere gehabt zu haben. Einen brauche ich noch. Einer muss noch. Die guten 40er, weil da bin ich ja bald raus. Das Leben, meint ein holder Wahn, geht erst mit 40 Jahren an. Wir lassen uns auch leicht betören von Meinungen, die wir gern hören und halten längst schon 40-jährig meist unsere Kräfte noch für bärig. Was haben wir, gestehen wir es offen, von diesem Leben noch zu hoffen? Ein Weilchen sind wir noch geschäftig und vorderhand auch steuerkräftig, doch spüren wir, wie nach und nach gemächlich kommt das Ungemach und wie Hormone und Arterien schön langsam gehen in die Ferien. Man nennt uns rüstig, nennt uns wacker und denkt dabei, der alte Knacker, wir stehen auf unsers Lebens Höhen, doch ist die Aussicht gar nicht schön. Ganz abgesehen, dass auch zum Schluss wer droben wieder runter muss. Wer es genau nimmt, kommt darauf. Mit 40 hört das Leben auf. Ja, ich werde am 15. September 50. Was soll ich machen? Mich erschießen? Nee, mache ich nicht. Ich liebe das Leben. Und euch und wünsche euch eine gute Nacht.